Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Leipzig zur Buchmesse und nehme euch natürlich ein klein wenig mit. Ja, es ist jetzt Donnerstagnachmittag. Ich brauche so circa etwas über 1,5 Stunden nach Leipzig. Ich fahre jetzt ins Hotel. Dort treffe ich die liebe Becky, mit der ich wieder das Wochenende bestimmt ganz wundervoll verbringen kann und darf. Und ja, dann ist, glaube ich, heute gar keine Messe irgendwie groß mehr geplant. Ich glaube, dafür ist es dann auch einfach schon zu spät und wir werden dann in ein Einkaufszentrum in der Nähe fahren oder laufen, mal gucken und da auf jeden Fall dann vielleicht irgendwie später Abend essen. Da gibt es einen TK Maxx, da gibt es einen DM, da gibt es irgendwie einen Globus. Vielleicht brauchen wir noch so die ein oder andere Kleinigkeit für unseren Aufenthalt und ja, ich bin total aufgeregt. Ich freue mich auf das Wochenende, ich freue mich auf die Menschen, auf die Begegnungen. Ich habe diesmal tatsächlich Bücher dabei, die ich signieren lassen möchte, ja, nämlich von der lieben Adriana und ja, die hat ja an 2 Tagen auch Signierstunden, von daher teile ich dann so ein bisschen die Bücher auf zum Mitnehmen auf die Messe und ich freue mich einfach sehr auf die Menschen, auf die Begegnungen, auf diese Stimmen, auf die Bücher, auf alles, was man da irgendwie sieht und ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Vlog und ja, wir sehen uns zwischendrin. Sonst wäre es ein Dreiband. So, es ist ein Sonntag, wie schön. Wie gesagt, es sind alle dort angekommen und wir sind bei Grete, also auch aus Gretes Sicht. Sie sehen relativ normal aus. Keine Ahnung, was ich erwartet habe. Aber jetzt bin ich ein bisschen erleichtert, dass niemand wirklich wie ein irrer Psycho wirkt. Also außer vielleicht Alexandra, die sich aber nur als Alex vorgestellt hat. Sie hat ein ziemliches Pfeilchen unter dem linken Auge und macht auch sonst nicht gerade den Eindruck, als hätte sie eine entspannte Anreise gehabt. Bock auf uns hat sie nicht. Aber da sie neben mir das einzige Mädchen in der Gruppe ist, befürchte ich, wir sollten sowas wie Best Friends werden und uns auch noch ein Zelt teilen. Leo, der Typ mit den raspelkurzen Haaren, der ständig an seinen Fingernägeln kaut und nervös wirkt, hat schöne Augen, obwohl er jeden Blickkontakt ausweicht. So blass wie er aussieht, tippe ich auf Flugangst, die er für diesen Trip hierher erstmal bezwingen musste. Janis, der unsere Truppe komplettiert, versteckt seine Augen lieber hinter dunklen Haaren, die ihm tief in die Stirn fallen. Und seine Ausstrahlung ist ganz klar auf Abneigung eingestellt. Sehr sympathisch. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heil hier angekommen seid. Die Frau, die mich vom Flughafen ins Camp gebracht hat und uns nun der Reihe nach anlächelt, ist sicher keine 30 und hat sich mir vorhin als Yvonne vorgestellt. Neben ihr steht ein Mann so groß wie ein Baum, der auf den Namen Ben hört. Ach, Ben, schon wieder. Der dritte im Bunde ist ein junger Typ, dunkle Haare, dunkle Augen, das Lächeln ein bisschen bedrohlich und faszinierend zu gleichen Teilen. Tommy, eine Art Betreuer, allerdings keiner von den Psychologen. Wir verstehen, dass ihr sicher aufgeregt seid, endlich hier zu sein, aber auch sehr müde von der Reise. Yvonne klingt so verständnisvoll und sieht uns dabei alle der Reihe nach genau an. Hier haben wir Christian. Den haben wir letztes Jahr schon bei einem Kaffee kennengelernt und dieses Jahr hat er tatsächlich ein Buch mitgebracht. Letztes Jahr noch angeteasert und heute machen wir Buchcover-Enthüllung und dann gucken wir mal, dass wir das alle lesen, denn es sieht wirklich toll aus. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe schon die Rückseite. Es ist rot. Und los. In die Kamera. Ja. Im Schatten der Stasi spielt in den 1970er Jahren und du erzählst jetzt ein bisschen, um was es geht. Ich kann dir den Klappentext vorlesen vielleicht. Nein, du erzählst kurz, um was es geht. Okay. Und hältst dein Cover mit dem. Du kannst das halten, ich erzähle. Ja. Die Geschichte beginnt in den 70er Jahren in der Provinz Ostdeutschlands, das heißt mitten in der DDR.
es passieren schlimme Dinge, die von der Stasi ausgehen, also von zwei Stasi-Männern, die ziemlich böse Dinge im Schilde führen. Und die Geschichte entspinnt sich und die schlimmen Dinge, die da passieren, reichen bis ins Jahr 2008. Und da kommen dann ein paar junge Leute ins Spiel, eine junge Band namens Spooky Kids, die halt immer noch Ausläufer dieser Krisen merken. Und das sind ganz tolle Figuren, die miteinander vernetzt sind. Und es ist ein Buch mit 480 Seiten, das erscheint am 29.05. Mhm. Und kauft es. Und wenn du von Spooky Kids sprichst, Kids à la Stephen King, möchtest du den Vergleich ziehen? Es gibt tatsächlich eine Inspiration. Ich weiß nicht, also es gab mal, also Marilyn Manson ist natürlich ein bisschen gecancelt gerade, ne? Aber es gab mal die ursprüngliche Band, glaube ich, die hieß Marilyn Manson and the Spooky Kids. Und diese junge Band spielt Grunge-Musik, Nirvana, Smashing Pumpkins, White Stripes, Mix, keine Ahnung, und haben sich halt auch inspiriert an, okay, an den Spooky Kids von Marilyn Manson. Sehr cool. Also ich mache jetzt mal Werbung für mich und hoffe auf ein Rezensionsexemplar. Natürlich. Und dann wird das natürlich auch auf diesem Kanal noch vorgestellt. Vielen Dank. Wir verlassen ziemlich fertig jetzt die Messe. Unser Fazit für heute, diesen Freitag, ist, er hat sich angefühlt wie ein Samstag. Ja, sehr voll. Sehr voll, viele Schlangen an Ständen, wo ich es gar nicht erwartet hätte. Es war kein Fitzek da, kein Heiz, kein Eschbach. Irre was aber an den Ständen von Bücherbüchse, Lux. Los war, aber ja, gucken wir uns morgen an, sind wir gar nicht dazugekommen. Mein Highlight war definitiv Adriana Popescu. Ja. Ihre Lesung, ihr Gespräch, richtig toll. Signatur, auch richtig cool. Ja. Freue ich mich morgen auch. Dann haben wir gesehen, Mira Valentin, auch ein Highlight. Freue ich mich morgen auch auf die Lesung. Und vielleicht auch Robert Frank, aber das seht ihr ja dann später. Und ich würde sagen, wir sind jetzt froh, wenn wir im Hotel sind. Füße hochlegen, was essen. Ich habe langsam echt Hunger. Ja. Und dann, dass wir auf unserem Bett liegen und nicht mehr viel machen. Nee. Kuscheltiere haben wir geschoppt. Genau, auch die, was wir hier umhängen. Und ja, keine Bücher gekauft. Doch, echt. Ja, du hast dann Adriana gekauft. Ja, stimmt. Aber ich habe nur ein was Buch. Was ich aber schon gelesen habe. Ich habe nur ein Buch geschenkt bekommen. Also nur von Mira Valentin mit Signatur. Vielleicht blende ich das jetzt im Nachgang ein. Aber für heute verabschieden wir uns, wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Blog und bis morgen. Ciao. Einen schönen guten Morgen aus Leipzig, heute am Samstag. Wir hatten eine recht gute Nacht, sind etwas unsanft geweckt worden, als würde eine Herde, eine Scampi aus Jumanji durch unser Hotel laufen. Also irgendwas hat geklimpert, irgendwie war wo ein Bass, keine Ahnung, was uns geweckt hat. Aber ja, es war so eine halbe Stunde vom Wecker, es war alles fein. Und jetzt regnet es draußen wie verrückt. Also es, ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt, oder zumindest ich muss jetzt in mein Auto und mir dann auf jeden Fall einen Regenschirm holen, weil so kommen wir nicht trocken bei der Messe an. Wir haben es zwar nicht weit, so unter einer Viertelstunde zu Fuß, aber nichtsdestotrotz ja, will man ja einigermaßen trocken auch durch die Messe laufen, auch wenn man die Jacke und alles dann abgeben kann. Aber ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich geschafft von gestern. Es war gestern wirklich viel Input, viele Menschen, sehr laut, auch in manchen Hallen. Und ich bin gespannt, wie es heute sein wird. Ich glaube, dass es heute nicht besser wird, sondern eher noch eine Schippe draufgelegt wird. Freue mich aber so ein bisschen auf das, was heute noch ansteht. Also auf jeden Fall nochmal Adriana. Ich habe nochmal zwei weitere Bücher zur Signatur dabei und möchte dann auch zwei von meinen Etikettenaufkleber von ihr mit unterschreiben lassen. Ich hoffe, dass wir da einfach einen ruhigen Moment haben. Dann freue ich mich ja auf Robert Frank, der zusammen mit Mira Valentin aus ihrem neuen Buch liest, das ich ja schon als Hörbuch mir geholt habe. Aber das, ja, darauf freue ich mich auch sehr. Und ich glaube, sonst haben wir tatsächlich gar keine so großen Termine und Pläne, sondern nur heute tatsächlich auch ein bisschen zu den größeren Verlagen. Also ich möchte unbedingt mal zu Random House, ich möchte zu Fischer Tor. Da waren wir gestern gar nicht. Theoretisch auch mal bei Drömer.
Römer vorbeischauen. Das ist auch immer ein richtig cooler Stand. Und ja, mal gucken, was uns sonst noch ein bisschen über den Weg läuft. Und ich glaube, dass wir heute definitiv früher von der Messe gehen. Wir treffen uns um 7 Uhr abends, dann auch zum Abendessen. Und ich glaube, wenn wir dann gegen 4, 4:30 wirklich von der Messe verschwinden, sodass wir vielleicht noch vorher uns ein bisschen frisch machen können, ein bisschen akklimatisieren können, ist das, glaube ich, ganz gut. Gerade weil da natürlich der Abend, das Abendessen auch nochmal voller Menschen ist und Gespräche ist. Und gestern haben wir das ja eher ruhig gemacht mit einem leckeren Essen, das ich immer einblenden kann. Ich hatte ein veganes Curry, das war echt lecker. Becky hatte, ich glaube, ein Cordon Bleu und Sven hatte, ich glaube, Spaghetti. Und war super lecker. Fand ich auch echt toll, dass es im Hotel zumindest ein veganes Gericht gab und man mich damit sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und mal gucken, was es heute gibt. Werde ich auf jeden Fall natürlich dann auch mit ein bisschen filmen, weil Ratskeller ist wirklich eine tolle Adresse in Leipzig. Man muss nur frühzeitig reservieren. Also ich glaube, so spontan, ich gehe da jetzt mal hin, ist eher schwierig zur Messezeit. Aber wenn ihr sonst in Leipzig seid, geht da wirklich mal in den Ratskeller. Ist super lecker. Und da bin ich richtig, richtig gerne. Und auch tolle Biere, ist ja auch so ein Braukeller. Also für mich heute nicht, weil ich bin die Autofahrerin. Aber sonst wirklich eine große Empfehlung und macht auf jeden Fall richtig Spaß. Aber jetzt geht's erstmal zum zweiten Messetag. Ich freue mich und bin wirklich gespannt, was sich da heute so an Menschen ergibt. Ob das nochmal eine Schippe draufgelegt wird von gestern und wie es da so sein wird. Aber das werdet ihr jetzt natürlich genau wie ich auch sehen. Am Stand Ausbildbar. Mein Name ist Jette und ich bin Schülerin in der Gutenberg-Schule in Leipzig. Ich mache derzeit eine Ausbildung als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, auch kurz gesagt FAMI. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Lesung mit dem Autor Ivar Leon Menger. Wir wollen heute über sein Buch Als das Böse kam reden. Und kannst mich gerne tun. Okay, gut. willst du uns kurz erzählen, um was es überhaupt in dem Buch geht? Sehr gerne. Das war mein Debüt und es handelt von Juno, einem 16-jährigen Mädchen, die mit ihrem Bruder und ihren Eltern auf einer einsamen Insel lebt. Und es gibt auf der Insel aber sehr viele Regeln und man darf nicht auf die andere Seite aufs Festland gehen, weil dort die Fremden leben. Und sie ist 16 und entwickelt sich weiter, wird erwachsen und möchte nicht mehr das machen, was die Eltern ihr sagen. Und dann nimmt die Geschichte in Frage. Das klingt ja schon mal sehr spannend und interessant. Wie sind Sie genau auf die Geschichte gekommen? Wie ich auf die Geschichte gekommen bin? Ich musste aufpassen, dass ich nicht spoilere, aber ich habe eine Dokumentation auf Netflix gesehen. Und da kam die Idee, die Geschichte aus der Sicht des Mädchens zu erzählen. Und ich hatte nur diesen Twist und habe einfach angefangen zu schreiben. Einfach ist schwer gesagt, ich habe eine Seite am Tag geschrieben. Ja, okay. Hatten Sie da irgendwie eine bestimmte Zeit, an denen Sie das geschrieben haben oder unterschiedlich? Ich habe tatsächlich jeden Tag geschrieben und jeden Tag nur eine Seite, weil ich hatte einen deutschen 5, gut, dass wir hier in der Schule sind, und hatte so einen Schreibtrauma. Ich habe immer gedacht, ich könnte nicht schreiben. Und in der Oberschule, also dann im Gymnasium, hatte ich guten Deutschlehrer, aber ich dachte, das funktioniert nicht. Und ich habe öfters versucht, einen Roman zu schreiben und habe immer gemerkt, ich brauche für eine Musterseite, also noch nicht mal eine DIN A4-Seite, sondern für so eine Seite, ja, so 5-6 Stunden. Und dann dachte ich, da brauche ich keinen Roman zu schreiben, also wenn ich so lange brauche. Und habe dann gehört, dass Ernest Hemingway auch nur eine Seite am Tag geschrieben hat. Und dachte ich, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und wenn ich jeden Tag eine Seite schreibe, habe ich in einem Jahr 365 Seiten. Und so habe ich es gemacht.
Ja, ich fand das Buch auch sehr spannend und interessant gewesen. Vor allem die eine Szene, als Onkel Ole, das ist der Postbote von Ihnen, einmal Juno plötzlich gesehen hat und die dann ein bisschen geredet haben darüber. Wie haben Sie diesen Spannungsbogen so aufrechterhalten? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich durch dieses Langsamschreiben. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die schreiben 8 Seiten am Tag. Und wenn ich nur eine Seite am Tag schreibe, dann ist es sehr konzentriert wie so ein Espresso. Und bei dem Schreiben kommen auch die ganzen Ideen. Und ich mochte jetzt bei der Szene mit Onkel Ole diese Suspense, wenn man mehr weiß als Leser, als die Hauptfigur. Und bei Juno ist es ja so, man geht mit ihr mit, man hat ihr Inneres, ihr Leben und weiß, sie möchte gerne, also sie glaubt, sie macht es richtig und wir als Leser sagen, nein, tu das nicht, bitte nicht in dein Stück geschwommen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem in den 16, 17 Jahren, die sie dort schon auch lebt. Das ist sehr schwierig, so Kontakt auf, sie weiß ja gar nichts von der Außenwelt so. Da ist es ja auch voll spannend für sie, wie das alles funktioniert und sie kennt ja sich auch gar nicht mit dem Thema Technik aus, sie weiß ja auch gar nicht, was es ist. Genau, das war auch eine Herausforderung beim Schreiben. Weil da sie ihr Leben lang auf der Insel aufgewachsen ist und sie keine Technik kannte, musste ich alle Analogien, die sie findet, auch so schreiben. Es gibt einen Satz, den ich persönlich sehr mag, der heißt, mein Herz klopft wie ein hungriger Specht. Weil das ist sozusagen ihre Analogie zu der Natur, die sie findet. Sie kennt, kann ich sagen, wie ein Riesenrad, weil sie zum Beispiel noch nie gesehen wird so schön wie ein Riesenrad. Kurz auf und trinkt einen Schluck. Es ist doch wie im Leben. Onkel Ole blickt aus dem Fenster. Heute Sonnenschein, morgen Regen. Er sieht mir direkt in die Augen. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Vor Schreck lasse ich mich fallen und lande in einen Busch aus Brennnesseln. Meine Oberarme beginnen fürchterlich zu jucken. Ich höre, wie ein Glas auf dem Küchenboden zerspringt. Alles in Ordnung, Ole? Ruft Mutter. Was ist passiert? Auch Harpers Stimme wirkt besorgt. Wer ist das Mädchen? Höre ich Onkel Ole durch die Holzwand fragen. Mir bleibt das Herz stehen. Da war doch eben ein Kind am Fenster. Ein kurzer Moment der Stille. Dann lacht Vater nervös auf. Ein Mädchen, jetzt siehst du aber Gespenster. Wie soll denn ein Kind auf unsere Insel kommen? Ein Mädchen mit langen Haaren. Nein, Ole, da musst du dich geirrt haben. Bei uns auf der Insel? Flüchtet Mutter Vater bei. Du hast ja noch nicht mal deine Brille auf. Die brauche ich nur zum Lesen. Ich habe Augen wie ein Luchs, musst du wissen, und das mit über 70 Jahren. Also, ich habe nichts am Fenster gesehen. Das war bestimmt nur eine optische Täuschung, sagt Vater. Tag Nummer 2 ist nun vorüber. Und wie fanden wir es heute, Becky? Sehr schön. Sehr schön. Sven? Ich fand es auch super. Voll, aber gut. Also es war echt voll. Es war, fand ich, sehr grenzwertig. Also ich hatte so einen Moment, wo ich dachte, oh Gott, lasst mich hier einfach wieder raus. Aber es war richtig schön. Wir hatten, Aaron war noch dabei, ganz liebe Grüße. War eine richtig schöne Truppe, hatten richtig Spaß. Highlight heute auf jeden Fall Iva Leon Menger. Ja. Adriana Popescu zur Signierung und die Lesung jetzt, was ihr schon gesehen habt, von Mira Valentin und Robert Frank. Und oh mein Gott, der klingt live noch besser als in seinen Hörbüchern. Alles in allem ein cooler zweiter Buchmessetag. Ich bin jetzt aber auch froh, dass wir ein bisschen früher losmachen und heute Abend noch lecker essen gehen. Und dann haben wir morgen noch einen halben Tag. Und ja, ich freue mich, war cool. Ja. Und dann geht's gleich weiter. Thank you.
dass es da ein bisschen sauberer wird und weniger stinkt. Tatsächlich geht das Ding unter wie ein Stein. Und dann macht er sich doch so ein bisschen Gedanken, ups, habe ich es jetzt umgebracht? Er verfluchte sich für die Idee, das Vieh ins Wasser zu werfen, holte tief Luft und schwamm hinab in die Schwärze. Algenschleier strichen durch sein Gesicht und sein Arm verfing sich in etwas langem, glitschigem. Nachzian wollte schreien vor Ekel, doch es war ihm nicht vergönnt. Stattdessen tastete er sich weiter nach unten, sah nichts außer grauer Dunkelheit. Seine Hände bekamen Steine zu fassen, dann eine schwammige Substanz, die sich augenblicklich zusammenzog, als er sie berührte. Erschrocken fuhr er zurück, hätte um ein Haar Wasser in seine Lungen gesogen. Er wollte gerade kapitulieren und wieder auftauchen, da spürte er, wie sich eine wohlbekannte Klaue um sein Handgelenk schloss. Der Stinker lebte. Hastig packte er das Fellbündel, welches zu der Klaue gehörte, stieß sich von den Steinen am Boden ab und schwamm nach oben. Völlig erledigt zog er das Faultier an Land. Es schmatzte und in seinem Mundwinkel bewegte sich noch der Schwanz einer grünen Wasserschnecke. Nachzian schüttelte sich vor Abscheu. Boah, ist ja ekelhaft. Und du bist nicht mal richtig sauber geworden. Jetzt stinkst du nach Schmodder. Du auch, lautete die verschnarchte Antwort. Unendlich langsam führte das Faultier eine Klaue an seinen Mund und stopfte den störrischen Schneckenschwanz hinein. Danach kratzte es einen Algenfaden von seinem Bauch und verspeiste auch diesen. Nachzian rümpfte die Nase. Er würde einen sauberen Bachlauf finden müssen, um dort seine Kleidung zu waschen. Seine schmucklose Bauernkleidung. Zum gewiss tausendsten Mal verfluchte er den Propheten Avriel, der ihn überhaupt erst in diese Lage gebracht hatte. Nun saß er da in einem Wald voller Monster, klitschnass und mit einer unerwünschten Kreatur als einzigem Gefährten, welche zudem immer noch stank, genau wie er selbst inzwischen. In Ermangelung eines Prophetengesichts, in das er seine Faust versenken konnte, maulte er stattdessen das Faultier an. Sei froh, dass ich dich da rausgeholt habe. Andere in meiner Lage hätten dich ertrinken lassen. Nicht ertrinken kann lange Luft anhalten. Ja, irgendwann wäre sie dir ausgegangen. Das Dauergrinsen im Faultiergesicht wurde breiter. Eine Antwort drang zwar nicht über die schmalen braunen Lippen, doch dafür setzte sich der Stinker in Bewegung und schlich in einer seltsamen, geduckten Haltung zurück zum Tümpel. Sein Hintern war dabei höher erhoben als sein Kopf und anstatt auf den Klauen bewegte er sich auf den Ellbogen vorwärts. Nie zuvor hatte Nazian etwas so Lächerliches gesehen. Am Ufer angekommen, ließ sich das Tier erneut ins Wasser gleiten und paddelte los. Seine Bewegungen waren immer noch gemächlich, aber wesentlich schneller und graziler als an Land. Hatte das Mistvieh ihn etwa an der Nase herumgeführt und nur so getan, als würde es hilflos untergehen? Hey! Du kannst ja schwimmen! Der Prinz sprang auf und beobachtete, wie sein hinterhältiger Begleiter einen unaufmerksamen Wasserläufer verspeiste, der zwischen den Algen und Seerosen unterwegs gewesen war. Dann wendete er und paddelte grinsend zurück. Besseres Futter auf dem Grund. Du mich dorthin gebracht und wieder hochgeholt. Danke, brabbelte das Faultier. Nazian ballte die Fäuste. Er hasste es, wenn ihn jemand hinterging. Und dann sagte das Vieh auch noch Danke dafür, dass er es fast ertränkt hätte. Das alles hatte so gar nichts mit dem Leben zu tun, das er bislang im Palast von Ilvenheim geführt hatte. Es verwirrte ihn unendlich. Hast du einen Namen, Faulpelz? Ich kann dich ja nicht immer Stinker nennen. Agilo. Agilo? Im Ernst? Ein unaufhaltsames Lachen arbeitete sich in Nazians Brust empor. Ja, Familie mich so genannt, weil immer zu schnell. Nazian prustete. Du bist der größte Lahmarsch, den ich kenne. Schläfst fast den ganzen Tag, bewegst dich wie ein Greis und kriegst keinen Satz heraus, ohne die Wörter in die Länge zu ziehen. Ich lerne Schnelligkeit von dir. Du lernst Langsamkeit von mir. Aha.
Der Prinz kratzte sich am Kopf. Das wird deine Familie sicher freuen. Zum ersten Mal, seit Agilo auf Nazians Rücken geklettert war, senkten sich seine Mundwinkel nieder. Familie, mich verstoßen, sollte pilgern ins selige Land, Einkehr finden, langsamer werden. Nicht geklappt. Verstehe. Und unterwegs bist du von unseren Soldaten aufgegriffen und als Drachenfutter auserwählt worden. Er seufzte. Im Grunde geht es uns beiden gleich. Unsere Familien haben beschlossen, dass man auf uns verzichten kann. Unser Leben ist ihnen kein Köpfeling wert. Agilo nickte betroffen. Es ist Sonntagmittag und wir brechen jetzt langsam auf. 3 Tage Messe? Ja. Was nehmen wir mit? Viele schöne Begegnungen, viele schöne Lesungen, viele Bücher, viele Menschen. Manchmal zu viele Menschen. Ein bisschen Merch, den können wir vielleicht mal so ein bisschen anteasern. Es wird auf jeden Fall noch einen kleinen Haul geben. Dann könnt ihr jetzt schon mal schätzen, wie viele Bücher es geworden sind. Ja. Ob ich die Messe aufgekauft habe oder ob, was sonst vielleicht noch so eingekauft wurde. Und ich fand es richtig schön. Mir hat es sehr gut gefallen, gerade der Freitag und heute. Ja. Gestern ab Mittag war es mir persönlich wirklich zu viel an Menschen, aber es war toll, Lesungen so zu erleben. Robert Frank hat heute gigantisch gelesen und auch gestern schon. Ja. Und Mira Valentin und Adriana haben einfach gestrahlt. Es ist so viel positive Energie, Motivation und Spaß am Schreiben an Büchern. Also die beiden strahlen das wirklich einfach in Perfektion aus. Ja. Auch Iva Leon Menger gestern, einfach toll. Und mein kleines, großes Highlight war Robert Frank, als er neben mir stand und hallo und gerne und danke und oh mein Gott. Ja, also einfach großartig. Eine tolle Messe und wir verabschieden uns auch einfach hier heute von euch und es wird noch einen kleinen Haul geben. Bleibt also mit da. Ich danke dir, liebe Becky, für die Begleitung. Es war wieder richtig, richtig schön, die Zeit zu genießen. Und alle anderen, die wir natürlich getroffen haben, die mit uns Zeit verbracht haben. Es war einfach schön, euch die Tage, die Stunden zu verbringen und diese Erfahrung mitzunehmen. Und ich glaube, wir entlassen euch und uns jetzt und wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, vielleicht auch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann dieses Video online kommt. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.